Hallo und herzlich willkommen bei Bastelzeit TV. Andrea Petersen bringt heute frischen Wind in die Bude. Ja, hallo Enke. Aber gewaltig. Aber total. Bewaffnet mit Schere und allem, was dazugehört. Was machst du Schönes? Heute zeige ich dir mal Windmühlen. Mhm. Windmühlen ist ja, kennen wir ja alle. Kennen wir alle, als lieben Kinder wir. Lieben wir. Mhm. Ist auf jedem Kindergeburtstag, muss im Vorgarten stehen. Mindestens. Und jetzt zeige ich dir heute mal, wie wir Windmühlen machen, die auch ganz haltbar sind, weil die mit Windradfolie gemacht werden, oh, die schön. Auch draußen im Regen stehen bleiben kann, ohne dass es irgendwie zu Tränen führt, wenn man rauskommt und das die sind voll geregnet. Das haben wir alle hinter uns. Genau. Ja. Und dann gibt es nämlich hier so ein schönes Set. Ja. In diesem Set ist alles enthalten, was du hier siehst. Also auch diese lustigen Schere Figuren. Und Cutter, genau. Aber die Schablone, um das Windrad zu schneiden, die Aufsätze, die nachher auf die Metallstäbe kommen, um das Windrad zu halten, und auch die netten kleinen Sticker, um diese ein bisschen zu verschönern. Und du zeigst uns jetzt, dass es kinderleicht ist eigentlich. Total einfach. Legen wir los. Genau, wir haben hier diese Schablone, setzen die mit einer Reißzwecke fest. Und markieren mit der anderen Reißzwecke einmal, wo wir nachher schneiden müssen. Das mache ich da nur so fest. Und dann können wir mit unserem Cutter nämlich hier an der Schablone langfahren. Ja, und schneide es ganz durch bis zum Schluss. Genau. Ja. Wenn das nicht so ganz durch ist, weil mir ein bisschen die Kraft fehlt, dann schneide ich das mit der Schere nochmal nach. Alles klar. Jetzt kann ich mir die hier drehen, weil die ja Reißzwecke fest ist. Und mit der Schablone bin ich auch immer an der richtigen Ecke. Genau, dann kann ich nicht Gefahr laufen, dass die Windmühle schief wird, weil ich immer den gleichen Abstand habe. Immer das ist natürlich Winkel. Echt super einfach. Ja, warte mal, deine Reißzwecke hat sich gerade gelöst. Genau. Auch hier wieder einmal die Markierung. Super. So, und einmal noch. Genau. Reißzwecke da rein. Ja, das ist auf dieser Unterlage. Ja, ja, klar. Ne, zu Hause also legt man irgendwie ein bisschen Moosgummi drunter. Richtig, oder so, genau. Dann hält es wunderbar. Fester ist. Die sollen ja nicht so festhalten, diese Schneideunterlagen. Da soll ja, die sollen ja schön wieder zuklappen, wenn man mit dem Messer lang gestrichen Richtig, hat. Richtig, damit man sie wieder benutzen kann. Richtig. So, sehr das schön. War schon mal die Vorarbeit. Jetzt sehen wir natürlich, hatte nicht genug Kraft. Also schneide ich es mit der Schere. Vorsichtig. Schere doch einmal nach. Ist aber ja ganz einfach, weil ich ja genau ich kann ja genau sehen, bis wohin ich das einschneiden muss. Und das ist eigentlich auch eine schöne, angenehme Dicke, mit der man gut schneiden kann. Ja, geht mit der Schere wunderbar. Ja. Also ist gar kein Problem. Und doch durabel gegen den Wind, gegen Wasser. Da hat man den ganzen Sommer was von. Ja, ist eben so eine wasserfeste Folie. Die man wirklich auch gefahrlos nach draußen stellen kann. Gibt es sicherlich auch in unterschiedlichen Größen? Genau, gibt es in unterschiedlichen Größen und in unterschiedlichen Farben, sodass man auch eine zweifarbige Windmühle machen könnte oder auch einfarbig in verschiedenen Farben. Jetzt habe ich alle eingeschnitten. Jetzt muss ich ja nachher die Windmühle auf diesen Träger setzen, damit ich die auf den Metallstab bekomme. Und dafür schneide ich hier mit dem Cutter mir einfach ein Kreuz. Und durch dieses Kreuz kann ich das dann nachher, kann ich den Stab da durchschieben. Genau. Und jetzt ist ganz wichtig, hier am Rand muss man ein bisschen aufpassen, wenn man zu dicht hier an den Rand schneidet, dann ist es so, dass man beim Durchschieben manchmal die Kante wegreißt. Das heißt also, hier ist es ganz wichtig, dass man so ein bisschen nur bis zu diesem Loch schneidet vielleicht, dass man wegbleibt. Genau, dass man nicht Gefahr läuft, sich das da aufzureißen. Gut, merken wir uns auch. Das machen wir jetzt an allen. Ein Kreuz mit Sicherheitsabstand. Ja. Wunderbar. So, und eins noch. Hier ein bisschen weiter runter. So, ich hoffe, das ist jetzt gut durchgeschnitten. Jetzt haben wir hier diesen Aufsatz, der dient dazu, dass sich die Windmühle nachher auf diesen Metallstab gut drehen kann. Wenn ich die auf den Metallstab direkt setze, dann klemmt die ziemlich fest. Und so habe ich eben diese Hülle, in der der Metallstab steckt, und dann kann die sich auch wirklich gut drehen. So, genau. Ja. Und jetzt habe ich hier schon mal einen Stopfen drauf gemacht, der kommt auf die Rückseite, dass die da stoppt. Und jetzt schiebe ich den einfach durch mein geschnittenes Kreuz hier durch. So. Ja, super.
Und jetzt klassisch, wie die Windmühle halt ist. Wie wir es schon kennen. Richtig. Wird das, hier werden jetzt alle vier Seiten rübergestülpt. Das muss man ein bisschen vorsichtig machen. Mhm. So, genau, und jetzt ziehst du es auch ein bisschen nach unten, damit du immer noch von der Kante wegreißt. Ja, genau, ne? So, damit man sich wirklich nicht die kaputt macht. Die wegreißt. Mhm. Ja, das erfordert ein bisschen Kraft. Das heißt also, wenn man es mit Kindern macht, muss da jetzt schon ein Erwachsener ein bisschen mitmachen. Ja, vor allem, dass sie jetzt nicht an der Stelle kaputt geht, das wäre ganz traurig, ne? Sondern dass man einfach da aufpasst, dass alles schön gesteckt wird. So. Und dann können die Kinder aber auch schon gleich wieder übernehmen, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Wenn wir das jetzt fertig haben, da muss der Erwachsene einmal helfen bei Einschalten, aber den Rest können die Kinder jetzt wieder machen. Jetzt setze ich hier vorne auch noch einen Stopfen drauf, dass das nach vorne nicht wegspringen kann. Mhm. Drück den so weit ran, wie mir das gerne gefällt, möchtest, genau, wie ich das haben will. Wie der Wind reinfassen darf. Ja, und so sieht sie natürlich noch ein bisschen nackig aus. Mhm, simpel sieht sie aus. Jetzt gibt es aber da auch in dem Set enthalten diese doppelseitigen Klebepunkte. Die halten auch wirklich gut auf dem Plastik hier. Mhm. Die setze ich hier jetzt einfach drauf. Zieh die Schicht ab und dann kann ich mir halt aussuchen. Was möchtest du denn? Oh, den Papagei, den gucke ich schon die ganze Zeit. Der ist so schön, fröhlich, ne? An. Dann nehmen wir den. So. Ja. Zeigen wir das mal. Wie schön das aussieht. Ja, schön ist auch, dass das so Metallteile sind, die natürlich dann auch schon echt schön glänzen. Superschön. So. Jetzt können wir mal hier die Eisenbahn nehmen. Mhm. Genau, machen wir es schön bunt. Machen wir schön bunt, genau, nochmal eine andere Farbe. Toll. So, jetzt ist unsere... Jetzt kommt sie hier drauf. Genau, das zeigen wir mal richtig schön hier in die Kamera. Wunderbar. Und damit sie jetzt hier vorne nicht richtig wegrutscht, wenn man gegenkommt, bei Rückenwind, kommt hier einfach auch nochmal auf den Metallstab ein Gummistopfen. So, jetzt ist sie fertig. Ich mache den Probelauf. Genau, bin schon ganz gespannt. Mal. Wow. Wahnsinn. Die läuft wie eine Eins. Also die vor der Haustür. Das ist der Kracher. Überhaupt. Finde ich auch. Ja, super. Klasse. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, bitte. Gerne. Ich hoffe, bei Ihnen püstert es jetzt ums Haus, damit Sie Lust auf große und kleine Windmühlen bekommen. Wir sagen für heute Tschüss bei Bastelzeit TV. Tschüss. Tschüss.